Ja, hallöchen, ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Mega Man 3. Ja, Mega Man, wie lange haben wir denn davon nichts mehr angezockt hier auf dem Klo? Viel zu lange, deswegen habe ich heute mal den dritten Teil mir rausgekramt. Den ersten und zweiten haben wir vor Jahren irgendwann mal gezockt und ja, jetzt wird es mal wieder Zeit. Es gibt ja immerhin 5 Teile auf dem Gameboy von dieser Serie. Ja, und von daher haben wir den Männlichkeitsmuffin, ich sag mal so, auf 8 Minuten gestellt, sodass wir hier in knappen 10 Minuten dann auch durch sind mit dem Spaß. Ja, und Mega Man macht immer mega Laune, ist aber eben auch immer ganz schön schwierig. Ja, man sieht auch hier wieder die Einschränkungen, ich sag mal, von der NES-Ablage. Genau, Mega Man 1 bis 4 oder 5 waren ja auch auf dem NES vertreten. Super Nintendo. Mega Man 7 gibt es auf jeden Fall auf dem Super Nintendo, soweit ich weiß. Aber ich bin da auch kein absoluter Experte. Also da könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich weiß nicht, ob auch Mega Man 6 auf dem Super Nintendo oder noch auf dem NES war. Auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, dass Mega Man 3 auf dem NES mehr Gegner zur Auswahl hat. Und wir haben hier einen mit so einem Bügeleisen auf dem Kopf. Dann haben wir hier so einen, dem guckt irgendwie entweder die Frisur da raus oder so, ich glaube, der soll wie so ein Vogel aussehen. Ne? Der hat so einen Schnabel und irgendwie so wie so Federn, die ihm da vorne rausgucken. Dann haben wir hier so einen Ninja-Stern. Ne? Dr. Ninja nenne ich ihn jetzt mal, weil der hat den vorne so wie so einen Spiegel, so ein Doktor. Ach, guck mal, und den kenne ich sogar irgendwie. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich das Spiel irgendwie auch mal, wahrscheinlich auch eine Collection oder so. Ne? Ich habe ja die Mega Man Legacy Collection. Ich denke mal, da werde ich es auf jeden Fall mal angezockt haben. Ja, hier so, der guckt wie aus so einem Schlangenkopf oder so raus. Ich würde sagen, wir gucken mal in die Stage rein. Oder doch hier Dr. Ninja. Oder doch den Vogel. Wir gucken erstmal bei Dr. Ninja rein. Ich denke mal, wir werden auch relativ schnell abnippeln. Aber die heißen ja immer irgendwas mit Man. Shadow Man. Wow, zu einem Ninja passt das irgendwie, ne? Ich liebe die Mega Man-Spiele, aber sie sind eben auch immer ganz schön kackenschwer. Und guck mal hier, hier haben wir schon die Möglichkeit, den Schuss aufzuladen. Wenn mich nicht alles irrt, ging das bei Mega Man 2 nicht, oder? Boah, guckt euch das an. Wie der blinkt, der Gute hier. Das ist der Wahnsinn. Ich denke mal, wir sollen hier drauf. Bumm. Aha, entscheiden beides. Und wir sollen dann hier wahrscheinlich runter. Mhm, okay. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis wir die ersten beiden Leben verlieren. Das war ganz schlau. Ich habe keinen Schaden genommen. Und nun? Sliden kann er auch noch. Was ist denn hier mit Mega Man los? Ja, aber haben sie wirklich schön importiert hier auf den Game Boy, wenn ich es so nennen darf, oder konvertiert. Schön gezeichnet. Auch so generell diese alten Ableger, also auch bis Mega Man 7 hoch, da sah Mega Man ja wirklich immer noch so aus wie dieser kleine Junge im blauen Anzug. So sein Charaktermodell, wie das halt gezeichnet ist. Und ich liebe die Mega Man X-Serie. Das war eigentlich so, das waren die Mega Man Games, mit denen ich mich wirklich sehr lange beschäftigt habe. Diese Ableger hier, die habe ich dann wirklich nur so. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch im Gameboy auch mal Mega Man 2, glaube ich, oder war es 1? Also irgendeinen Teil habe ich auf jeden Fall auch mal durchgezogen früher als Kind. Aber ansonsten so richtig lange beschäftigt habe ich mich vor allem mit Mega Man X, mit dem ersten Ableger. Und zocke ich auch heutzutage gerne nochmal durch, ne? Also, habe da auch liebend gerne nochmal reingeschaut, als ich gesehen habe, der Joe, der ne, vom Videospielplatz, der hat da die letzten Wochen gestreamt. Hat Mega Man X innerhalb von 3 Sitzungen irgendwie durchgebracht. Und das hat bei mir auch wieder nochmal richtig schön Nostalgie-Flash gegeben. Ja, ich glaube, erstes Leben ist gleich schon vergeben hier. Wir gucken gern gleich noch in die anderen Stages mal rein. Oh, und da bin ich schon weg. Geil, wie der da mit dem Fallschirm absegelt. Also wirklich wunderschön gezeichnet, muss ich mal sagen. Und das ist uns damals schon aufgefallen, beim Vergleich vom ersten zum zweiten Teil, dass so mit den Hintergrundgrafiken so wesentlich besser gearbeitet wurde. Trotzdem ist natürlich Mega Man 1 auf dem Game Boy hier, Dr. Wilys Rache, ist natürlich irgendwie echt ein Mega-Klassiker. Will er nicht schlecht reden. Ja, und hier ist wieder so eine richtig schöne, beschissene Stelle, wo man, wenn man nicht so aufpasst beim Spiel, ne, sich ständig oben den Kopf stößt und deswegen die Sprungdistanz nicht schafft. Mit solchen Tricks arbeiten ja hier die Macher gerne. Und das ist ja schon der letzte Versuch. Ich wollte extra ein bisschen später abspringen, aber irgendwie hat es mich jetzt doch wieder verlassen. Ja, diesen Code braucht sich keiner merken, wir haben ja nichts erreicht. Okay, wir gehen mit dem A-Button in die Stage Selection und gucken jetzt mal, das war Shadow Man, wir gucken uns jetzt mal Bügeleisenkopf an. Wie heißt er? Oh, guck mal, er hat so wahrscheinlich Drill Man oder so, ne? Oder nee, Mr. Electro, Spark Man. Mhm. Ja, der hat irgendwie so Strommesser als Hände.
Okay, da sollten wir einfach mal durchjumpen. Das ist immer so ein Ding, ne? Mega Man hat immer so eine super fixierte Sprungweite. Und trotzdem fällt es mir mega schwer, sich da irgendwie dran zu gewöhnen. Vor allem, wenn man jetzt nochmal so ein paar Minütchen reinzockt. Schnell weg hier. Oh, da ist wieder so ein Kollege. So. Na, trotzdem, es ist... Also da kommt immer direkt so ein heimeliges Gefühl auf bei diesen Ablegern. Capcom immer geile Soundtracks. Gameplay immer völlig cool und okay. Und Mega Man ist natürlich so ein Ding, muss man lieben. Ne? Das war klar. Mega Man liebt man oder hasst man. Und ich bin jemand, der definitiv Mega Man liebt, auch wenn er es nie wirklich gut spielen konnte. Aber auch als jemand, der die Spielerei eigentlich nicht so mega prall findet, muss man zumindest anerkennen, dass Capcom hier echt was Tolles geschafft hat. Ne? Also die Soundtracks und so, also das ist immer so alles wie aus einem Guss. Ich finde das halt mega. Ja, wie der Spieltitel auch schon sagt. So, zack. Und jetzt mal hoch. Dass man hier halt immer an den Anfang des Levels zurückbuxiert wird. Hätte ich doch mal lieber den aufladbaren Schuss genommen. Ob der Baumeister hat mich da ordentlich platt gemacht. Oh, das ist also klar, ne? Also, natürlich werden diese ganzen Hindernisse und so genau mit Bedacht. Mit Bedacht genauso. Und schon wieder so eine Kackecke, wo man ganz spät springen muss, wo man denkt, eigentlich falle ich doch da schon ins Loch hinein. Jupp. Was sagt denn die Uhr? Noch 2 Minütchen. Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal diesen Weg gehen, sondern wir machen Reset, ne? Hier A, B, Start und Select gleichzeitig. Dann kommt man auch bei diesem Game wieder zurück in den Auswahlbildschirm. Und wir gucken zumindest eben noch rein hier bei Reptiloid Man. Schlangenman, Snake Man, würde ich jetzt mal sagen, heißt der. Mhm. Ja, doch, auf jeden Fall, ne? Das kennen wir doch irgendwie. Aber das irgendwie mal... Das, ach, jetzt weiß ich, wo wir... Wir haben das in einem Stream gezockt, ne? Kann das sein? Natürlich, ihr habt euch im Stream mal Mega Man gewünscht und da haben wir uns das hier mal angeguckt, kurz. Ja, brauchen wir jetzt gar nicht so große Versprechungen uns machen. Ich bin nicht weit gekommen. Genau, hier hat man diesen lustigen Typ mit der Bola. Meine Güte, der hält aber auch was aus, ne? Uah! Zeit abgelaufen. Genau, ja, hier, die Schlange, ne? Genau. Chico hat mir hier einen Trick verraten, wie ich hier am besten vorgehe. Habe ich schon wieder vergessen. Ja. So, komm, weg ist die Schlange. Ich glaube, wir haben sie noch halbwegs gut gekillt. Das war beim Stream auch schon mal schlimmer. Ich würde ganz gern eben noch in das andere Level reingucken. Ich würde zumindest mal gern wissen, wie der andere Gegnertyp heißt. Und das Fieseste ist ja bei Mega Man dann auch immer, wenn die 4 Bosse gelegt sind, dann geht es nochmal in extra Level und da muss man meistens dieselben Gegner nochmal erledigen. Ne? Zumindest war es auch so bei Mega Man X so. So, wen haben wir denn hier? Irgendwie sieht er jetzt doch nicht aus wie ein Vogel. Gemini Man. Was heißt denn nochmal Gemini? Oder Gemini? Zwilling? Genau, Gemini ist das Sternzeichen Zwilling. Ne? Kann sich wahrscheinlich auch so reproduzieren. Leute, es hat schon lange gebimmelt, aber ihr merkt, ich hänge an diesem Spiel wie andere Leute. Was weiß ich wo dran. An der Flasche, an der Nadel, wie auch immer. So schlimm ist es natürlich nicht mit diesem Spiel bei mir. Aber, nee, Mega Man macht Laune. Ich würde jetzt gerne weiter zocken, aber die 10 Minuten für heute auf dem Klo sind rum. Ja, was soll ich sagen, ne? Mega Man 3 steht natürlich Mega Man 1 und 2 eben nicht großartig irgendwas nach. Ich finde schön, dass es hier so ein paar Gameplay-Weiterentwicklungen gibt mit diesem Slide und dem Schuss aufladen. Weil wie gesagt, ich glaube bei Mega Man 2 ging das glaube ich noch nicht. Zumindest nicht das Schuss aufladen. Aber also kann auch sein, dass ich mich gerade schon wieder monströs irre. Aber dafür seid ihr natürlich da. Ihr könnt mir gern das in den Kommentaren da lassen. Die Mega Man-Spiele, gerade die höheren Teile, weil sie nicht so oft auf dem Markt sind, sind natürlich immer ein bisschen teurer. Aber ich glaube, Mega Man 3 ist noch nicht so der teuerste Titel für den Game Boy. Man sollte sich einfach darüber bewusst sein, ist es mir das wert oder nicht, da eben 15, 20 Euro für auf den Tresen zu legen, weil da muss man eigentlich so mindestens mit rechnen bei diesen Spielen, gerne auch mal ein bisschen mehr.
Ja, aber macht euch einfach einen Wert aus, was euch diese Spiele wert sind, denn das ist einfach, wie ich finde, Gameboy-Kulturgut. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Dabeisein heute und sag bis zum nächsten Mal. Immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und wir machen den Abzug für heute, ne? Bis denn, tschüss!